Rüsselsheim. Jetzt haben wir den Herrn Zehn Graffinen oder Zehn Ruffinen. Zehn? Zehn Gaffinen. Zehn Gaffinen, ja. Ja, das ist der Walliser Name. Hey, das ist aber ganz gut. Also. Gaffinen. Ich bin die Frau. Frau? Ich habe gemeint, sie hat eine höhere Stimme. Der Mann versteht nicht gut am Telefon. Ja. Also. Es geht um Folgendes. Wenn es Nachrichten gibt und man hört den Hintergrundsprecher reportieren, der verschluckt meistens immer das E. Das E? Und ich denke, das einfach schade, wenn man Schriftdeutsch redet, dass das nicht richtig ausgesprochen kommt. So wie es sich gehört, ohne Hunger auf Buchstaben E oder so. Können Sie mir mal erklären, wie das geht mit dem E, wie der das verschluckt? Ja. Macht er dann, wenn er redet zum Beispiel? Wir sagen, wir machen. So. Ah. Werden. So ah, er tut es nicht abschlucken. Ja, also, er könnte ja zum Beispiel aussprechen. Ja, aber er könnte ja sagen, wir machen. Ja? Könnt ihr sagen. Oder wir sehen. Ja, man hat den Eindruck, er schluckt den Buchstaben. Das ist ja ein Säunig. Werden? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich nein. Habe ich das nicht so ja, nein, als das lustig ist... angeschaut. Nein, ich schaue es ja. Ich schaue es nicht als lustig an. Ich meine, wenn einer Buchstaben schluckt, dann stimmt doch etwas nicht mit dem. Ja, aber ich meine, wenn man die Sprüche hört, wo sie loslernen, auch etwas nicht, oder? Aber ich schlucke keine Buchstaben. Nein, das machen sie nicht. Danke vielmals. Ja, bitte. Sie, ich wünsche Ihnen noch gute Zeit im Wallis. Danke.